Herzlich willkommen zum Geschwisterchen der direkten Proportionalität. Und zwar ist das die indirekte Proportionalität. Bei der indirekten Proportionalität lautet uns der Satz ein wenig anders. Der lautet nämlich: je mehr, desto weniger. Und umgekehrt auch: je weniger, desto mehr. Doch wo gibt es denn Beispiele, wo etwas mehr wird und etwas anderes weniger? Das kannst du hier schon in der Wertetabelle anschauen. Das klassische Beispiel lautet: je mehr Personen arbeiten, desto weniger lange brauchen sie dafür. Oder umgekehrt: je weniger Personen arbeiten, desto länger brauchen sie dafür. Hier ein Beispiel: die Anzahl der Arbeitskräfte beträgt 1, also nur eine Person arbeitet, und diese Person benötigt dafür 8 Stunden Arbeitszeit. Als nächstes stellen wir uns die Frage: wie lange würden denn 2 Personen für diese Arbeit benötigen? Doppelt so viele Arbeiter bedeutet halb so viel Zeit. Deshalb benötigen 2 Arbeitskräfte für eine Arbeit dann nur 4 Stunden. Und als nächstes fragen wir uns: wie lange würden denn 4 Arbeitskräfte benötigen? Ja, ganz genau, 4 würden nur noch 2 Stunden brauchen. Auch hier haben wir wieder verdoppelt, deshalb wird hier halbiert. Genau umgekehrt. Also wenn auf einer Seite multipliziert wird, wird auf der anderen Seite dividiert. Das macht die indirekte Proportionalität auch aus. Wir fragen uns noch, wie viele Stunden denn 8 Arbeitskräfte benötigen. Ja, da würden die 8 Arbeitskräfte nur noch eine Stunde daran arbeiten. Und 16 Arbeitskräfte würden sogar nur eine halbe Stunde daran arbeiten, also 0,5. Ob das in der Realität wirklich so aussieht oder nicht, hängt stark vom Beispiel ab. Natürlich kann man nicht unendlich viele Arbeiter oder Arbeiterinnen einsetzen für eine Arbeit, und deshalb wird das auch nicht immer in der Realität funktionieren. Stell dir mal vor, du möchtest gerne ein Loch graben. Das muss eine gewisse Tiefe haben und du alleine benötigst dafür 8 Stunden. Jetzt könntest du natürlich sagen: wir nehmen einfach 16 Personen und dann ist das Ganze in einer halben Stunde fertig. Die würden sich aber bei der Arbeit wahrscheinlich eher mehr behindern als helfen. Vielleicht 2, vielleicht auch 3, vielleicht auch 4 Personen könnten hier effizient arbeiten, aber 16 Personen sind eindeutig oder höchstwahrscheinlich zu viel. Deshalb ist das nicht immer ganz realistisch, nur in gewisser Weise lernen wir halt damit die indirekte Proportionalität kennen. Wie auch bei der direkten Proportionalität gibt es auch bei der indirekten die Möglichkeit, eine solche Wertetabelle in einem Koordinatensystem darzustellen. Die Punkte sind jetzt ganz ähnlich, man muss nur wissen, welche Achsenbeschriftung wohin gehört, also was die X- und die Y-Achse ist. Dabei ist zu beachten: vorher waren es Euro, jetzt ist es Stunden, also das ist auf jeden Fall auf der Y-Achse. Deshalb muss auf der X-Achse die Anzahl der Arbeitskräfte sein. Auf der Y-Achse dafür gibt es die Arbeitszeit in Stunden. Ein H reicht hier völlig aus. Und die Skalierung kannst du auch wieder frei wählen. Hier ein Kästchen pro Stunde und ein Kästchen pro Arbeiter oder Arbeiterin. Wir beginnen mit der Anzahl der Arbeitskräfte. Eine Arbeitskraft hier benötigt 8 Stunden. Diese Koordinaten sind also 1, 8. Als nächstes, du merkst schon, es ist ein wenig anders als bei der direkten Proportionalität. Als nächstes 2 Arbeitskräfte und die benötigen 4 Stunden. Danach gibt es 4 Arbeitskräfte und die benötigen nur noch 2 Stunden. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass hier kein Strahl, sondern eine Kurve herauskommt. Also eine Linie, die einfach frei
gebogen ist. 8 Arbeitskräfte benötigen nur noch eine Stunde und 16 Arbeitskräfte überhaupt nur noch eine halbe Stunde. Natürlich gibt es hier noch verschiedene Werte dazwischen, zum Beispiel wie lange brauchen eigentlich 7 Arbeitskräfte oder wie lange brauchen 12 Arbeitskräfte für die gleiche Arbeit. Dazu in den nächsten Videos mehr. Die geht nämlich hier über diese Punkte da. Und hier kann man auch ablesen schon, je weniger Zeit hier gebraucht wird, desto mehr Arbeiter oder Arbeiterinnen sind beschäftigt. Oder umgekehrt, wenn man es in die andere Richtung denkt, je mehr Personen arbeiten, desto weiter nach unten geht die Arbeitszeit. Versuche nun mit Bleistift oder mit Buntstift hier diese Linie einzuzeichnen. Versuche so sauber wie möglich zu arbeiten und ja, man benötigt viel Übung dafür, dass so eine Kurve relativ gerade aussieht, ohne viel Zittern dazwischen. Probier es einfach aus und merk dir dabei, dass bei einer indirekten Proportionalität die Grafik hier, also die Kurve, so aussieht. Für die Pros unter euch, so eine Kurve heißt übrigens Hyperbel. Such mal nach Hyperbel im Internet und du wirst viele solche ähnliche Fotos oder Bilder finden. Viel Spaß bei der Recherche und beim Zeichnen und bis zum nächsten Mal.